Servus, grüßt euch. Ich möchte euch eine Ballenpresse vorstellen von Case. Die LB334 kostet 50.000 Euro und 95 Euro Unterhalt. Benötigt eine Leistung von 230 PS, hat eine Kapazität von 4.000 Liter. Eine Arbeitsbreite von 2,40 Meter, kann Stroh und Heu zu handlich Ballen pressen, ist sehr günstig in Anschaffung, meiner Meinung nach, weil die New Holland, die kostet ja über 125.000, glaube ich. So, haben wir hier die Maschine, habe ich schon ein bisschen jetzt ausprobiert. Man sieht jetzt hier vorne, wie das hier arbeitet. Ganz Mechanik, Zapfwelle rauf, der hier liegt Spuren, ist waschbar. Schauen wir mal, Blinker gehen auf, Lichter gehen auf. Und Umleuchter hatten wir auch. Schick. So, jetzt fahren wir mal. Hinterachse lenkt mit, wie man sieht. Haben wir schon. Wir haben jetzt Groschen. Sonst wäre das Video zu lang. Und das ist, denke ich mal, uninteressant für die meisten, zu lang zuzuschauen, weil es zu lang ist. Schalten. Anheben. Ich hab gedacht, ich hab die doch Ballen entladen. Oh. Dann haben wir die Ballenpresse wieder leer. Außer ein paar Gramm oder Liter. Zusammen. Wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Download-Link gibt es wie immer bei mir unten. Ich sage dann Servus, grüßt euch, euer Franz.